Und wir gucken auf die deutschen Straßen und auch heute Morgen und in der letzten Nacht waren die wieder vereist in einigen Teilen des Landes. Schnee, Graupel, Regen, es nimmt einfach kein Ende. Und klar, die Begeisterung darüber hält sich natürlich in Grenzen. Frühlingswetter in Deutschland, dicke Schneeflocken und matschige Straßen. Das hatten sich viele Menschen Ende April eigentlich anders vorgestellt. Schrecklich, ich hätte lieber gerne Frühling, aber wir können es ja nicht ändern, ne? Das ist eine sehr überraschende Angelegenheit. Und wenn man sich jetzt die Blumen anschaut, die sind genauso erschrocken wie wir auch. Ja, was soll ich sagen? Schnee, Regen, alles. Wir brauchen Sonne, brauchen wir. Das ist, was wir brauchen. Ja, es nützt alles nichts. Statt Sonnenbrille auf der Nase hieß es wie hier im Oberharz heute Morgen Schneeschaufel in der Hand. Ziemlich ärgerlich, besonders für diejenigen, die bereits auf Sommerreifen umgestiegen sind. Unfälle sind bei dieser Konstellation quasi vorprogrammiert. Autofahren macht bei diesem Wetter ja auch wirklich keine Freude. Auf der A8 bei Neukirchen in Bayern. Stau auf 14 Kilometern. Die Autobahn Richtung München stundenlang gesperrt. Denn 17 Autos sind hier ineinander gefahren. Viele Fahrer wurden vom Schnee überrascht und sind auf solche Verhältnisse gar nicht mehr eingestellt. Die meisten haben längst umgerüstet auf Sommerreifen. Wie war die Fahrbahnsituation zu dieser Zeit? Total glatt. Hat es geschneit, oder? Ja, weil direkt ein Sturm war. Ein Schneesturm. Ja, also ist ja der Scheibenwischer fast gar nicht zusammengekommen. In Nordrhein-Westfalen ist es vor allem Glatteis, das den Autofahrern zu schaffen macht. Die Rheinbrücke bei Rees am Niederrhein dicht. Am frühen Morgen rutschen hier mehrere Autos in die Leitplanken. Da überlegt die Feuerwehr nicht lang und sperrt die Brücke kurzerhand komplett. Ja, ich bin am Morgen um 5:30 schon rüber hergekommen über die Rheinbrücke. Da war es schon glatt, da waren schon etliche an der Seite gefahren. Und da weiß man doch, dass man langsam fahren muss. Ja, jetzt muss ich warten, bis der Streuwagen durch ist und die Fahrzeuge geräumt sind. Fast 2 Stunden lang geht nichts. Dann ist die Fahrbahn gestreut und die Brücke wieder frei. Auch eine andere Brücke wird zur Rutschbahn bei Wilhelmshaven in Niedersachsen. Hier kracht es gleich 5-mal hintereinander. Zum Glück wird niemand verletzt, doch der Schaden ist immens. Mit dieser plötzlichen Glätte hatte eben auch hier keiner mehr gerechnet. Und dann ist man halt unterwegs Ende April mit Sommerreifen. Wir haben jetzt Temperaturen um 3, 4, 5 Grad. Das heißt, bei Sommerreifen ist es so, dass der Bremsweg sich verlängert. Und da wäre es halt einfach wichtig, mit Sommerreifen drauf viel Abstand halten, vorsichtiger fahren. Und für die, die noch nicht gewechselt haben, die sollten jetzt einfach noch ein bisschen warten, einfach die Winterreifen noch drauf lassen. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee und das in der letzten Aprilwoche. Nach den bereits warmen Temperaturen für viele unerwartet. Zu der Jahreszeit rechnet man eigentlich kaum noch damit, das stimmt schon. Vor 2 Jahren war ich schon mal hier zu Ostern, da war Ostern auch recht spät, da sah es auch so aus und von daher keine Überraschung. Und auch in den kommenden Tagen ist weiterhin Wachsamkeit geboten. Selbst wenn die Temperaturen tagsüber angenehm mild erscheinen, so ist in den Abendstunden und bei Nacht weiterhin mit Schneeregen und glatten Fahrbahnen zu rechnen. Eben ganz getreu dem Motto, der April macht einfach, was er will.